Hallihallo, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute freue ich mich sehr, dass ich mit Nathalie über ein ja sehr spezielles Thema spreche. Wir steigen da jetzt einfach gleich zusammen ein. Und ich bin einfach sehr gespannt, wie ihr das Ganze seht, und freue mich dann auf eure Meinung dazu, auf euer Feedback. Und deswegen jetzt an der Stelle erstmal ganz herzlich willkommen, Nathalie. Stell du dich doch einfach mal kurz vor, für alle, die jetzt dich nicht kennen, wer du bist und was du bisher so gemacht hast und was bei dir so, ja, was dein Leben so vielleicht ein bisschen anders macht wie das von vielen anderen Menschen. Okay. Ich bin wieder voll aufgeregt. Ich bin 42 Jahre alt, bin verheiratet und ja, beruflich bin ich seit einem Jahr selbstständig, coach und begleite Frauen, auch über längere Zeit. Und zwar gerade was das Thema Selbstliebe betrifft, wie man mit seinem eigenen Körper auch wieder klarkommen kann und ja, ein liebevolles Verhältnis einfach zu sich selber aufbauen kann und auch so in die Weiblichkeit wieder reinkommen kann. Ja, dann habe ich eine Naturheilpraxis, also beschäftige mich mit dem Thema auch schon sehr, sehr lang, auch dadurch, dass ich selber krank geworden bin vor einigen Jahren. Und was das Ganze so speziell macht, ist vielleicht, was du jetzt auch meinst, ist eben der Ausstieg aus einer Sekte, in der ich aufgewachsen bin und ja, in der dritten Generation dort drin war. Und den Absprung, ja, offiziell erst letztes Jahr, also offiziell ausgestiegen bin ich letztes Jahr. Aber der ganze Prozess hat einfach sehr, sehr viele Jahre gedauert, bis mir da auch vieles klar geworden ist, bis ich gewusst habe, irgendwas stimmt da nicht an meinem Leben. Und die Krankheit zum Beispiel war auch was, was mich darauf hingewiesen hat. Ja, und war ein langer Prozess. Der Prozess dauert immer noch an, weil es natürlich, wenn es über so viele Jahre geht, und man drin aufgewachsen ist, auch sehr, sehr viel in sich drin hat, an Mustern, an Prägungen, wo einen einfach immer noch beeinflussen und zum Teil auch gar nicht bewusst sind. Und das ist, glaube ich, ich denke mal, dass es ein lebenslanger Prozess ist, da immer mehr dahinter zu steigen und das auch immer mehr aufzulösen. Ja, genau. Das finde ich so, dass, ja, deswegen habe ich das so gesagt, was Besonderes, weil es ist ja so, dass die, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen letztendlich wirklich in Sekten aufwachsen, ehrlich gesagt. Kann man sagen, welche Sekte das war, oder ist das irgendwie Das kann schwierig? man sagen, ja. Das sind die Zeugen Jehovas. Die Ja. sind wahrscheinlich bekannt. Genau, und da, ich habe es eben schon im kurzen Vorgespräch zu dir gesagt, ich hatte damit halt nie was zu tun. Ich kenne es das nur, dass die in der Stadt rumstehen und da irgendwie diesen Wachturm in der Hand halten. Also bei mir haben die nie geklingelt und sonst diese ganzen Sachen. Aber irgendwie ist es so von außen betrachtet so. Also A ist schon mal der Punkt, dass wenn ich sehe, dass es irgendwo in der Stadt da offizielle Zentren gibt, dass ich schon immer mir die Frage stelle, ja, wieso darf das eigentlich sein? Also ich dachte immer, Sekten sind quasi verboten. Das ist offensichtlich nicht so, oder? Es ist schwierig, was es als Sekte zu definieren. Also ich glaube, es gibt auch keinen wirklichen einheitlichen Begriff, was ist jetzt wirklich eine Sekte und was nicht. Und es Ja. gibt sehr viele unterschiedliche Definitionen. Und was das Ganze vielleicht auch noch schwierig macht, ist, jetzt ganz speziell in Deutschland sind die Zeugen Jehovas als Körperschaft des öffentlichen Rechts eingetragen. Also haben auch einen ähnlichen Status jetzt wie verschiedene Religionen und sind auch sehr allergisch darauf, wenn man sie als Sekte bezeichnet. Ah, Das okay. macht das Ganze vielleicht ein bisschen schwierig und weil es nach außen hin auch nicht wirklich so ausschaut. Also es gibt ja wirklich Sekten, wo du weißt, die schotten sich komplett von der Außenwelt ab. Da dürfen die Kinder nicht in die Schule gehen oder es ist halt wirklich alles so im Geheimen. Und da kann man das natürlich viel offensichtlicher sehen. Aber bei den Zeugen Jehovas und ich glaube auch bei anderen Sekten ist es ja oft so, man lebt in der Gesellschaft, man ist da mittendrin, aber man führt trotzdem ein Parallelleben. Und dieses Parallelleben, von dem kriegt die Öffentlichkeit nichts mit. Das heißt, du bist, wenn du sagst, in dritter Generation, das heißt also, deine Eltern waren schon bei den Zeugen und dann deine Großeltern auch. Und das heißt, du bist sozusagen also von klein auf, von Geburt an, innerhalb von dieser Gemeinschaft dann aufgewachsen. Ja. Und bist aber ganz normal in die Schule gegangen, also sprich so die ganze ja einfach Kindheit und jugendlich sein und so weiter, ist dann für Außenstehende gar nicht irgendwie, also weiß man es dann, spricht man darüber, weiß dann die Schule, dass man irgendwie da in dieser Gemeinschaft wohnt und aufwächst, oder wie stelle ich mir so eine Kindheit vor? Also einmal ist es unterschiedlich. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, generell alle Zeugen Jehovas
behandeln das Thema gleich oder wachsen komplett gleich auf. Da gibt es schon noch Unterschiede. Mhm. Aber in der Regel ist es schon so, dass man das in der Schule weiß, weil Zeugen Jehovas ja keinen Geburtstag feiern, kein Weihnachten feiern und man als Kind dann da auch nicht mitmacht, wenn jetzt in der Klasse zum Beispiel jemand Geburtstag hat oder eben wenn so weihnachtliche Dinge passieren in der Schule. Bleibt man dann zu Hause? Also wenn jetzt jemand Geburtstag hat und Geburtstag feiert, ist das, muss man dann zu Hause bleiben oder wie ist das dann? Also es ist, ich bin da nicht zu Hause geblieben. Ich habe einfach nicht gratuliert. Habe dann immer gesagt, warum ich nicht gratuliere. Mir war das zum Teil recht peinlich. Gibt andere Kinder, die sind dann in der Schule, tun die dann so, als würde sie das nicht berühren. Also, oder wie, was heißt das berühren? Die blenden das dann einfach aus, dass sie vielleicht Zeugen Jehovas sind oder dass die Eltern Zeugen Jehovas sind und machen da ganz normal mit. Das gibt es auch. Und ja, es gibt diejenigen, die das ein bisschen strenger handhaben und diejenigen, die das nicht so ganz streng handhaben. Mhm. Wenn man es nicht ganz so streng handhabt und dann da trotzdem mitfeiert, darf das allerdings dort in dieser Gemeinschaft niemand wissen, weil das hat dann sonst wieder Konsequenzen. Mhm. Okay. Und das heißt, du bist dann ganz normal da aufgewachsen, du hast deinen Schulabschluss gemacht, du hast dann wahrscheinlich irgendwie was gelernt oder eine Ausbildung gemacht oder studiert oder so und alles so, ich sag jetzt mal von außen betrachtet, wie alle anderen auch, außer eben so diese speziellen Feinheiten, dass man jetzt keinen Geburtstag oder Weihnachten feiert oder so, oder? Ja, das und was du natürlich auch nicht hast, sind wirkliche Freunde, die keine Zeugen Jehovas sind. Also man sucht sich auch seine Freundschaften innerhalb dieser Gemeinschaft. Es wird auch immer dazu geraten und das ist wirklich so, ja, die Menschen außerhalb, die werden als Weltliche bezeichnet, das ist so der Ausdruck dafür. Und innerhalb der Gemeinschaft ist man einfach ein gläubiger Mensch. Und alle, die keine Zeugen Jehovas sind, sind es einfach nicht und sind wie schlechter Umgang. Und deswegen hält man sich von den anderen Menschen fern. So oberflächliche Kontakte hat man schon in der Regel, aber jetzt wirklich tiefe Freundschaften ist kaum möglich. Und auch seinen Ehepartner sucht man innerhalb dieser Gemeinschaft. Mhm. Was vielleicht auch noch ja, ein bisschen schwierig dann ist, vor allem wenn man so in die Pubertät kommt und als junger Erwachsener, ist einfach kein Sex vor der Ehe. Mhm. Und das wird auch sehr, sehr streng gehandhabt. Wird sowas dann begründet? Also ist es so, wie gesagt, ich kann mir so gar nicht vorstellen, deswegen frage ich da jetzt so ein bisschen doof drumherum irgendwie. Aber du wächst dann auf, ist es dann eine Art, ich sag jetzt mal, ein großes Gebäude oder eine Art Bauernhof und alle Familien haben ihre eigene Wohnung oder und hat man da irgendwie vor Ort sind dann, ich sag mal, sowas wie Gebetskreise oder also wo man diese ganze Lehre letztendlich ja auch von klein auf mitbekommt oder wie stelle ich mir so einen Alltag vor? Also der Alltag ist so, man wohnt ganz, jeder hat eigentlich seine Wohnung, sein Haus, aber ganz normal in der Gesellschaft. Das ist keine abgeschlossene Gemeinschaft, okay. Sondern ja, man lebt ganz normal so, wie jeder andere auch, in einem Haus, in der Wohnung. Und man trifft sich aber, also bei mir war es damals als Kind noch so, dreimal die Woche. Also an drei Abenden in der Woche hat man sich für 2 bis 3 Stunden getroffen. Und da gab es dann eben diese Belehrung oder wie ich heute sagen würde, Gehirnwäsche oder Indoktrination. Mhm. Und die Zeugen Jehovas haben die Bibel als Grundlage, also sie bezeichnen sich auch selber als Christen und legen die Bibel aber sehr, sehr wörtlich aus. Mhm. Und man muss sich praktisch wirklich an alles halten, was so in der Bibel drinsteht. Und ja, dreimal in der Woche kriegt man einfach diese Belehrung und dann ist aber zusätzlich noch so, dass die Eltern zu Hause den Kindern das ja auch nochmal beibringen oder erzählen, wie sie sich verhalten müssen. Mhm, okay. Hast du noch Geschwister? Ja, ich habe 2 Schwestern. Und die, also die wohnen auch jetzt noch mit den Eltern oder die sind dann jetzt ganz auch selber irgendwie weg oder raus oder? Die leben allein. Allerdings ist meine ganze Familie noch innerhalb der Zeugen Jehovas. Ah, okay. Bedeutet, dass sie mit mir keinen Kontakt haben dürfen. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich das auch offiziell gemacht habe, dass ich nicht mehr dabei sein möchte, haben sie den Kontakt mit mir abgebrochen. Wie kam das bei dir dann zu diesem Punkt, dass du irgendwie das Gefühl hattest, dass es so vielleicht nicht richtig ist oder dass es für dich nicht mehr passt? Wenn du sagst, du bist seit letztem Jahr offiziell draußen, aber das Ganze ist ein längerer Prozess. Jetzt auch zum Beispiel die Frage, wenn du verheiratet bist, kennst du deinen Mann von vorher noch oder hast du jetzt dann danach den erst geheiratet? Also wie... Also ich stelle mir das so vor, man lebt in diesem ganzen Sein so, man wächst ja auch so auf und irgendwann kommt aber ja dann der Punkt, wo du vielleicht für dich sagst,
Das ist irgendwie komisch, oder ja, wo man vielleicht einfach dann andere Fragen den Eltern stellt oder einfach dann kritischer das Ganze beäugt. Wie war das bei dir? Das waren jetzt viele Fragen. Also, ja, ich habe ja gesagt, es war ein langer Prozess. Bei mir war es so, ich war eigentlich voll überzeugt davon, dass das das Richtige ist, was ich da mache. Ich bin nicht einfach bloß als Kind mitgegangen, weil das meine Eltern wollten, sondern ich habe dann selber mich viel mit dem Thema beschäftigt und ich hatte wirklich für mich das Gefühl, das ist das Richtige, das ist die Wahrheit, also ja, sozusagen. Und es fiel mir zwar manchmal schwer, mich daran zu halten, gerade jetzt auch so, was das Thema Männer betrifft, wenn du dann eben eine junge Frau bist. Und da war es zum Teil dann schon immer so, dass ich ab und zu mal auch ein Doppelleben geführt habe und einfach mal ausprobiert habe, wie ist das eigentlich, ja, wenn ich so lebe wie jeder andere. Aber das ging dann immer über kurze Zeit und dann war das immer so dieses Schuldgefühl und Schamgefühl, das ist ja nicht das Richtige, du musst jetzt wieder bereuen, du musst zurück. Tauscht man sich da aus mit anderen in der Klasse, wenn du sagst, so wie alle anderen? Also woher wusstest du dann, wie das bei allen anderen so ist? Ich hatte mir dann auch Freundschaften halt außerhalb gesucht oder ja. Auch Männer kennengelernt, die eben keine Zeugen Jehovas waren. Und das Ganze war natürlich heimlich. Ah, okay. Ja, und so ging das dann einfach über kürzere Zeit, also nie längere Zeit, es war einfach immer kürzere Zeit, wie so ein Ausbruch. Also ich hatte immer das Gefühl, du musst dich ja wirklich an so Gesetze halten, die eigentlich nicht menschlich sind, sage ich heute. Mhm. Und deine Gefühle unterdrücken, das, was du wirklich spürst, und darfst das nicht wirklich ausleben. Also du bist immer irgendwie in so einem Korsett, so hatte ich das Empfinden. Und das war für mich dann immer so ein Ausbruch aus diesem Korsett, einfach für eine kurze Zeit. Und da habe ich mich dann mal wieder wirklich lebendig gefühlt. Es war wirklich so das Gefühl, jetzt lebe ich, jetzt fühle ich was. Und ja, und ich glaube, diese kurzen Ausbrüche, die waren wichtig für mich, dass ich überhaupt die ganze Zeit überstehen konnte. Also auch dieses dann sich wieder ganz streng an die Lehre halten. Das ging für mich nur, indem ich einfach ab und zu mal so wirklich ausgebrochen bin. Und so der Prozess, wo ich sagen würde, da hat es wirklich angefangen zu bröckeln, das war dann ja, so mit Anfang 30, Ende 20, Anfang 30, wo ich dann einfach immer weniger Energie hatte, so für den Alltag und ja, einfach nicht mehr das Gefühl hatte, ich bin wirklich lebendig. Und ich hatte dann damals meinen Mann kennengelernt, der ist auch in dritter Generation bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen, mhm. War aber schon immer ein bisschen kritischer, also der ganzen Lehre gegenüber. Und wir hatten dann geheiratet, wir sind übrigens auch letztes Jahr zusammen ausgestiegen, also wir sind einen ganzen Schritt zusammen gemacht. Aber in der ganzen Zeit dann, wie auch unser Kennenlernen abgelaufen ist, was dann auch innerhalb dieser Organisation passiert ist, wie man auf uns reagiert hat, wie man auch auf kritische Fragen reagiert hat, weil die habe ich dann auch immer mehr angefangen zu stellen. Und kritische Fragen dürfen einfach nicht gestellt werden. Also das ist ein schlechter Umgang, wenn du praktisch kritische Fragen stellst und sagst, also ich verstehe da was nicht, also ich sehe das anders oder ich würde das anders machen, das geht einfach gar nicht. Mhm. Und das hat mich dann immer mehr auch zum Nachdenken veranlasst, weil ich mir gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass ich keine kritischen Fragen stellen darf. Irgendwas stimmt für mich da einfach nicht mehr. Mhm. Und irgendwann kam auch mal das Thema Kindesmissbrauch, weil in den letzten Jahren immer mehr aufgetaucht ist, wo wirklich Kindesmissbrauch im ganz großen Stil vertuscht worden ist innerhalb der Organisation. Mhm. Und da kommt auch gerade jetzt in der letzten Zeit in den USA, in Australien, kam jetzt immer mehr wirklich ans Licht und ganz, ganz schlimme Fälle. Und das hat mich sehr, sehr berührt. Und ich habe dann da auch angefangen nachzuforschen, was passiert da eigentlich, warum weiß ich da nichts davon, warum wird das innerhalb der Organisation nicht zum Thema gemacht. Ja. Und dann habe ich auch angefangen, die Bibel mal mit ein bisschen kritischeren Augen zu lesen. Im Vergleich zu dem, was die Zeugen Jehovas machen, kann das sein, dass das mit dem überhaupt übereinstimmt, was die Bibel wirklich sagt. Habe auch die Bibel selber dann immer mehr hinterfragt. Kann das wirklich so sein, dass man sich nach dem wirklich ausrichten muss, dass das Leben sein soll? Ja, und das war ein jahrelanger Prozess. Hm. Es war nicht so der Moment, wo ich gesagt habe, das war es jetzt und deswegen bin ich ausgestiegen, sondern es war wie so ein stetiger Tropfen auf dem
in das Fass und irgendwann ist das Fass halt einfach voll und dann läuft es über. Und dann war es für mich einfach die Grenze erreicht. Wow, das heißt, im Grunde ging das ja dann eigentlich über, wenn du sagst, so Anfang 30 und dass du deinen Mann kennengelernt hast und ihr geheiratet habt und ich weiß jetzt nicht, zieht man dann auch also mit der Hochzeit quasi eine eigene Wohnung oder so? Oder ist es dann... Ja, du ziehst eine eigene Wohnung. Weil da stelle ich mir jetzt vor, wenn man ja dann so eine eigene Wohnung wohnt und mit jemandem, der eben auch, ja, vielleicht das ein bisschen kritischer beäugt, dass man dann ja auch, also freier ist, auch sowas zu besprechen zum Beispiel, wie wenn man jetzt vorher eh noch bei den Eltern vielleicht ist, ne? Aber das heißt, es waren ja dann jetzt im Grunde, kann man sagen, eigentlich fast 10 Jahre dieser Prozess, das bis zu dem Punkt, ich steige jetzt aus. Ja, ja, würde ich auf jeden Fall. Es gab schon mal einen Punkt, also der war vor 2,5 Jahren, wo ich dann mal aktiv angefangen habe, im Internet nachzuforschen über Zeugen Jehovas, weil das ist auch was, was verboten ist. Also man darf sich nicht außerhalb der Zeugen Jehovas informieren, was wird denn über die Zeugen Jehovas gesagt und vor allem nicht von ehemaligen Zeugen Jehovas. Also das ist total verpönt. Und ich hatte dann richtig großes Herzklopfen, als ich zum ersten Mal im Internet den Begriff Zeugen Jehovas eingegeben habe, um mal zu schauen, was kommt da eigentlich sonst noch so. Und da habe ich dann wochenlang, nächtelang, stundenlang gelesen und gelesen und gelesen und hatte wie so das Gefühl, ich wach auf, wie in dem Film Matrix, kann man sich das vielleicht vorstellen. Du nimmst diese Pille, schluckst sie und du weißt dann, was wirklich los ist. Und du weißt, es gibt keinen Weg mehr zurück. Und das war so der Moment für mich, wo es dann wirklich alles aufgegangen ist. Also vorher waren schon immer Zweifel da und es kann doch jetzt nicht wirklich sein, aber das war so, nachdem ich da nächtelang praktisch durchgelesen habe und mit mir über nichts anderes mehr anfangen konnte, da war der Moment da, wo ich gewusst habe, es gibt keinen Weg mehr zurück. Das war es jetzt. Und zwar mit allen Konsequenzen, ja. Mir war dann auch klar, das hat Konsequenzen, also eben der Kontaktabbruch, der dann von Seiten der ganzen Gemeinschaft stattfindet, dass man mit dir nicht mehr sprechen darf. Das war mir da auch klar, aber mir war wichtiger, was ich fühle und dass ich mir nicht mehr länger was unterwerfen will, was einfach nicht mir entspricht. Ja. Ist das irgendwie speziell? Also gibt es da spezielle Strukturen, wenn man jetzt bei diesen Treffen ist und gibt es dann einen, ich sag jetzt mal so wie in der Kirche, einen Priester, der dann irgendwie Sachen vorliest und also hat das irgendwie so eine hierarchische Ordnung oder oder ist es dann doch ein relativ, ich sag jetzt mal, freier Gesprächskreis, wo man dann Sachen diskutiert oder wie stelle ich mir das dann so vor? Es ist kein freier Gesprächskreis. Da würden dann ja auch kritische Fragen kommen und kommen dürfen oder dass jeder mal so seine eigene Meinung sagt. Ja. Sehr hierarchisch strukturiert. Also es gibt innerhalb von diesen Gemeinschaften, wo jetzt meistens so zwischen 50 und 100 Menschen einfach dazugehören und das gibt es in verschiedenen Städten, gibt es sogenannte Älteste. Das sind dann Männer, also immer Männer. Es gibt keine Frauen, die dort die Führung haben, die diese Gemeinde einfach führen. Und man sollte denen auch gehorchen. Also es wird wirklich das Wort gehorchen verwendet. Dann gibt es aber drüber dann nochmal andere Strukturen oder andere Führungspersonen, die diesen wieder überstehen oder quasi von denen was zu sagen haben. Genau. Und dann ist das auch wieder ländermäßig organisiert. Dann gibt es so ein Zweigbüro, das für dieses Land zuständig ist, unter dem steht dann alles, was in diesem Land passiert und die wiederum unterstehen der Führung in den USA. Also in den USA, da gibt es eben diese Hauptzentrale und da ist auch die Leitung und diese Leitung haben 8 Männer. Mhm. Die sogenannte leitende Körperschaft, so nennen sie sich und ja, von da aus geht eigentlich alles nach unten. Mhm. Also schon relativ streng hierarchisiert und eben, wie gesagt, deswegen ist das Thema Frauen und Weiblichkeit bei mir vielleicht auch so extrem, dass ich mich da so extrem damit beschäftige die letzten Jahre, weil du als Frau natürlich dein Frausein nicht wirklich ausleben kannst und du als Frau einfach unter dem Mann stehst, hierarchisch gesehen, und viele Vorrechte oder viele Dinge gar nicht machen kannst, einfach weil du eine Frau bist. Mhm. Okay.
Du hast dann ja wahrscheinlich irgendwann nach der Schule auch ja, also eine Ausbildung gemacht oder studiert oder dann gearbeitet? Oder ist das, ich sage jetzt mal so ganz klassisch, dieses Frauen haben irgendwie die drei großen K, irgendwie Kinder, Küche, Kirche oder so? Oder ist man schon, also warst du dann schon auch irgendwie arbeiten und sozusagen, also draußen, ich weiß nicht, klingt dann immer so doof, aber so im normalen gesellschaftlichen Leben? War ich, also ich habe ganz normal eine Lehre gemacht, habe damals eine Lehre als Bankkauffrau gemacht und es ist schon so, dass du heute auf jeden Fall eine Lehre machen solltest, wenn du bei den Zeugen Jehovas warst, bist. Es war vor vielen Jahrzehnten anders, da hat man geraten, dass du nicht mal eine Lehre machen solltest. Studieren wird eher kritisch gesehen, also auf eine Universität gehen, das machen die wenigsten, gibt auch welche, die das machen, aber davor wird eher gewarnt. Wahrscheinlich, weil man da eher dann zum Denken kommen würde. Mhm. Ja, und ansonsten ist es schon so, dass das Ziel ist, dass du entweder als Frau irgendwann heiratest und der Mann dann auch für den Lebensunterhalt sorgt und auch sonst so die Führung übernimmt. Oder wenn du allein sein oder allein bleiben möchtest, Single sein möchtest, dass du dann halt die Zeit mehr dafür einsetzt, zum Beispiel von Haus zu Haus zu gehen und Menschen über die Bibel zu belehren, also einfach für dieses Werk der Zeugen Jehovas. Mhm. Und ja, dass du als Frau jetzt Karriere machst, ist jetzt eher nicht so, wird auch nicht dann gesehen, also da bist du dann eher so am Rand und nicht unbedingt der vorbildliche Zeuge Jehovas, sondern es ist eher schon so, wenn du zu Hause, wenn du heiratest, dann entweder Kinder kriegen oder setz dich einfach mehr für dieses Werk ein. Mhm. Also ich frage das jetzt auch wirklich nur so, ja, wie gesagt, man kann das, wenn man selber das nicht erlebt hat, ich glaube, man kann das dann, man hat dann halt irgendwie doch so seine Vorstellungen, wie Sachen sind, ne? Und in dem Fall denke ich mir jetzt auch so, okay, du bist ja irgendwie arbeiten, also man ist ja in einem ganz, ich sag jetzt mal, normalen Umfeld. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob da mal irgendwie das Gespräch zum Beispiel auf Religion oder Glauben kommt. Es ist ja jetzt nichts, was in der Gesellschaft so ein übliches Thema ist, wo man mal eben schnell so zwischen Tür und Angel drüber spricht. Aber ich finde, es kommt trotzdem immer mal, aus welchen Gründen auch immer, ja, so ein Thema auf. Mhm. Oder die Zeugen Jehova sind ja auch manchmal in den Medien. Und ja, da stelle ich mir jetzt vor, man ist da mit seinen Kollegen und so ein Thema kommt vielleicht auf. Wie ist es dann für einen selber? Also wie sehr kann man da überhaupt mit Menschen, die nicht bei den Zeugen sind, in Anführungsstrichen normal reden, weil man ja vielleicht selber, wie du schon sagst, einfach eine ganz andere Weltansicht hat und ist einem das dann überhaupt bewusst, dass man selber da eine andere Ansicht hat oder ist es für einen selber eigentlich so, dass es ja, so wie man selber das quasi sieht, dass das eigentlich die Normalität ist und dass die anderen das falsch sehen oder ist man dann auch so, dass man die eigentlich belehren möchte? Also ich stelle mir so dieses ganz normale menschliche Miteinander im Alltag so, weißt du, das stelle ich mir irgendwie, vielleicht stelle ich mir es auch einfach total falsch jetzt vor, aber das stelle ich mir so vor, dass das einfach irgendwie auch schwierig ist dann. Also dass das gar nicht so, ich weiß nicht, dass das gar nicht so sein kann, weißt du, weil man ja selber immer in so einer ganz anderen Situation eigentlich ist, oder? Wie hast du das erlebt? Also es ist unterschiedlich. Es gibt diejenigen, die da nicht so ganz hinter dem stehen können, die zwar darin aufgewachsen sind, aber die sind halt dabei, weil die Eltern oder die Familie dabei ist, aber sie können selber jetzt nicht wirklich hundertprozentig dahinter stehen. Da kann ich jetzt nicht drüber reden, weil bei mir war es wirklich so, ich bin 100% dahinter gestanden und ich habe, wenn es zur Sprache kommen ist, dann auch da ganz normal drüber geredet und ich hatte für mich den Eindruck, also ich stehe auf der richtigen Seite und die anderen, die sind einfach, die müssen noch darüber belehrt werden, die müssen da noch mehr darüber erfahren, aber ich stehe auf der richtigen Seite. Und das ist eigentlich das richtige Leben, was ich führe. Und die anderen, die sind eher zu bemitleiden, weil sie nicht so, ja, weil sie einfach nicht gemäß der Bibel oder gemäß Gott leben. Und es kommt ja noch ein Punkt dazu. Es gibt dieses sogenannte Harmageddon oder Armageddon, dieser Krieg Gottes, der irgendwann kommen soll. Und das ganze Werk, also dass man predigen geht, dass man Menschen belehrt über die Bibel, zielt einfach darauf ab, dass man vorher noch so viel wie möglich Menschen erreicht, die dann gerettet werden können in diesem Krieg. Mhm. Also ich hatte immer den Impuls, ich muss anderen jetzt auch was darüber erzählen, damit die auch die Chance kriegen, dann gerettet zu werden, wenn dieser Tag kommt.
Und ich habe mich da, ich habe nicht permanent darüber geredet, aber eben wenn es zur Sprache gekommen ist, habe ich das dann schon so erzählt und habe dann auch versucht, das zu vermitteln, warum es so wichtig ist, sich mit der Bibel zu beschäftigen, und wollte das anderen einfach mitgeben. Was bei mir so war, ich habe zwar schon nicht wirkliche Freundschaften mit Menschen gehabt, die jetzt zum Beispiel in der Arbeit mit mir zusammengearbeitet haben, aber ich bin eigentlich schon immer ganz gut mit allen ausgekommen, nur war einfach irgendwo ein Punkt da, wo es nicht weiterging, also wo ich für mich irgendwie eine Mauer hatte und wo für mich auch echte Freundschaften außerhalb gar nicht möglich waren. Also es ist immer so, emotional ist irgendwo eine Mauer da, über die du nicht weiter drüber rausgehen kannst, und deswegen ist auch ein wirklich nahes Verhältnis oder wirklich richtig tiefes freundschaftliches Verhältnis außerhalb gar nicht so wirklich möglich. Muss aber dazu sagen, innerhalb ist es auch recht schwierig, weil wenn du kritische Fragen hast oder wenn es Dinge gibt, über die du eigentlich nicht, über die man nicht so ganz offen spricht, und du kannst es dann einfach nicht mit allen Menschen besprechen, dann ist auch da diese Mauer da. Also wirklich frei, offen zu sprechen über das, was man wirklich fühlt, ist auch innerhalb sehr schwierig. Und das musste ich erst so die letzten Jahre lernen, mal wirklich offen zu sein und mich wirklich auszudrücken, das, was in mir drin wirklich stattfindet. Gibt es nicht auch irgendwie andere, die dann vielleicht kritische Fragen haben? Also wie du jetzt sagst, dein Mann, den du kennengelernt hast, also auch innerhalb von so einer Gemeinschaft, denke ich mir, gibt es doch immer auch mehrere vielleicht. Und passiert es dann nicht auch, dass man da irgendwie sich innerhalb, ich sag mal, zusammenschließt und so ein bisschen meutereimäßig sozusagen? Also das, ja, oder ist man doch immer so allein auf weiter Flur? Oder ist es so, dass vielleicht andere diese Fragen auch haben, aber sich trotzdem keiner traut, das öffentlich dann zu formulieren? Also so ist es eher. Es gibt es eher selten, dass man sich da wirklich austauscht, weil es ist auch ein bisschen so ein Denunziantentum da. Das heißt, wenn du kritische Fragen stellst, wenn du sagst, ich bin damit irgendwas nicht einverstanden, was da von oben kommt, dann schrillen bei allen die Alarmglocken. Oh, der kritisiert die leitende Körperschaft jetzt mal, also diese oberen Männer, was gleichgesetzt wird mit Gott kritisieren. Also das steht eigentlich auf einer Stufe. Und das ist sehr, sehr kritisch. Und dann kriegst du erstmal eine Verwarnung. Du pass mal auf, das darfst du nicht. Und wenn das öfter passiert und du dich da abfällig irgendwie äußerst oder kritisch äußerst, dann wird das auch gern mal gemeldet. Es deswegen spricht da, die wenigsten sprechen da ganz offen drüber, können da gar nicht offen drüber sprechen, weil du einfach immer diese Angst in dir hast, was passiert dann. Und man kann ja auch nicht mit den Eltern zum Beispiel drüber sprechen, wahrscheinlich, ne? Du kannst mit den, also ja, es gibt wirklich immer diese Grenze über Dinge, über die du sprechen kannst. Da kannst du relativ offen sein. Mir geht es jetzt heute nicht so gut, weil dies und jenes ist. Und man ist dann auch füreinander da. Also da ist dann auch wirkliche Hilfe da. Aber es geht einfach immer bloß zu einem gewissen Punkt. Also es sind auch innerhalb der Familie, ob das jetzt Eltern mit Kindern ist oder ob das nahe Freundschaften sind, es ist immer an Bedingungen geknüpft. Du kannst bis zu einem gewissen Punkt gehen und du bekommst dann auch alles. Du bekommst alles an Hilfe, an Liebe. Aber wenn du über diesen Punkt hinausgehst, wenn du irgendwas in Frage stellst, was diese Lehre betrifft, was diese Organisation betrifft, dann ist einfach ja eine Grenze erreicht. Okay. Ja. ist einfach spannend, weil wie gesagt, man kann sich das ja immer selber nicht so vorstellen. Jetzt bist du mit deinem Mann verheiratet und ihr kommt für euch in Gesprächen drauf, hey Moment, irgendwie ist es doch alles nicht so ganz, keine Ahnung, sinnvoll oder richtig oder fühlt sich einfach nicht mehr stimmig an. Bespricht man sowas dann und sagt hier irgendwie, ich habe da meine Zweifel, und gibt es dann so eine Art, keine Ahnung, Paarberatungsprogramm, um sozusagen die jetzt auf dem abfälligen Weg sind, dann wieder zurückzubringen? Oder ist es was ihr dann unter euch so behalten habt? Und wie geht dann dieser Ausstiegsprozess voran? Also bei uns war es so, ich habe ja gesagt, mein Mann war von Anfang an eher kritisch, der hat auch mal kritische Fragen gestellt. Bei mir war es allerdings so, dass ich diese kritischen Sachen lange nicht hören wollte. Und auch so einen Abwehrmechanismus hatte, der dir einfach von klein auf eingepflanzt wird. Und
Irgendwann war es aber bei mir so weit, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt mal offen sein und möchte das zulassen. Und dann konnten wir erst offen sprechen. Also mein Mann konnte jahrelang nicht wirklich ganz offen mit mir sprechen. Das können wir erst eben seit, was würde ich sagen, 3, 4 Jahren sowas, wo dann auch bei mir das angefangen hat, dass ich mich da wirklich geöffnet habe. Und wir haben versucht, mit anderen drüber zu sprechen. Also mal so kleine Sachen. Ich hatte damals eine ganz gute Freundin, mit der ich über eigentlich dachte, über alles sprechen zu können. Und habe ihr das dann auch mal so einfach so, das waren nur ein oder zwei Sachen, so mal in den Raum geworfen. Und da ging dann wirklich, da ging die ganze Maschinerie los. Das war dann so, dass sie mir gesagt hat, ich möchte mit dir keinen Kontakt mehr haben. Mhm. Also schon da, wo ich noch nicht mal offiziell rausgegangen bin. Und ich möchte mit dir nochmal in Verbindung gebracht werden. Und von heute auf morgen war die Freundschaft beendet. Okay. Und so ging es mir dann auch mit mehreren. Und irgendwann redest du dann immer drüber. Mhm. Wir haben uns dann mehr und mehr zurückgezogen. Wir haben uns außerhalb der Zeugen Jehovas mal wirkliche Freundschaften aufgebaut, haben uns da andere Kontakte gesucht. Und ja, ich glaube, das war wichtig. Das war eine Zeit lang wirklich auch wieder so ein Parallelleben, dass ich mich immer mehr zurückgezogen habe oder wir beide uns immer mehr zurückgezogen haben, aus der Gemeinschaft immer so regelmäßig dorthin gegangen sind, immer unregelmäßiger, ja, und außerhalb uns einfach ein neues Leben aufgebaut haben. Und das finde ich auch wahnsinnig wichtig. Mhm. Es gibt manche, es ist ja bei den Zeugen Jehovas auch so, es gibt diese Ausschlusspolitik. Also wenn du dich nicht mehr an das hältst, an diese Lehren, beispielsweise du hast Sex vor der Ehe, ganz schlimm, dann wirst du ausgeschlossen aus der Gemeinschaft. Also wenn du auch sagst, wenn du sagst, ich bereue das, dann kann es sein, dass du wie so eine Verwarnung bekommst und dann nochmal dabei sein darfst. Aber wenn dir das dann mehrmals passiert, dann wirst du eben ausgeschlossen. Und da ist es dann oft so, jemand verliert von heute auf morgen wirklich sein komplettes soziales Umfeld. Mhm. Familie, Freunde, alles. Und er hat sich noch kein neues Leben da draußen aufgebaut, oftmals. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Und da gibt es auch sehr viele Fälle, wo Menschen einen Selbstmordversuch begehen, weil sie einfach mit diesen Konsequenzen gar nicht klarkommen. Und mit vielen psychischen Krankheiten, Störungen dann auch zu tun haben, weil das einfach, ja, es ist ganz schwer zu verkraften, das von heute auf morgen alles zu verlieren. Hm. Ja, auf jeden Fall. Also das hast du ja auch außerhalb von irgendwelchen solchen Sachen, ne? Dass wenn Menschen jetzt auf einen Schlag ihre Arbeit verlieren oder Partner verlieren oder was weiß ich, ne? Dass dann eben das so zu Problemen führt, ja. Ja. Und es ist dann so, dass ihr irgendwann gesagt habt, so jetzt, wir haben jetzt für uns das so entschieden, wir wollen auf keinen Fall das mehr machen. Muss man dann, ich weiß nicht, geht man dann her und sagt einfach in der Gemeinschaft so, ab heute sind wir nicht mehr dabei oder wird es irgendwie, gibt es dann ein offizielles Schreiben oder? Also bei uns war es so, wir haben beide einen Brief geschrieben, jeder für sich. Ich habe in den Brief alle meine Gründe reingeschrieben, warum ich auch nicht mehr als Zeuge Jehovas bezeichnet werden möchte und aus dieser Gemeinschaft austreten möchte. Und dann ist es so, dass das schon in der Gemeinschaft dann nur öffentlich bekannt gegeben wird, weil das muss ja jeder wissen, damit man auch ja keinen Kontakt mit dir hat. Also ja. Deswegen wird das auf jeden Fall bekannt gegeben. Das war jetzt in unserem Fall so. In anderen Fällen ist es so, dass man vielleicht wirklich ein Gespräch dann mit diesen sogenannten Ältesten hat. Da sind dann 2 oder 3 da, die versuchen einen noch vielleicht irgendwie umzustimmen oder einem zu zeigen, warum er so komplett falsch liegt. Und wenn man da dann sagt, ja, ich möchte einfach kein Zeuge Jehovas mehr sein, dann wird auch das dort bekannt gegeben. Mhm. Und einfach öffentlich, also das ist wichtig für sie, damit einfach klar oder sichergestellt ist, dass keiner mit dir dann weiter Kontakt hat. Ja, ja, ja. Habt ihr das euren Eltern vorher schon gesagt? Nein. Nee. Also auch da, ne, die Frage, so irgendwie denkt man so, ja, dann mit den Eltern oder Geschwistern oder so, die einem ja gefühlt näher sind, ja, sagt man es einfach vorher schon mal. Und auf der anderen Seite kann man es aber vielleicht auch nicht, weil die ja dann so in dieser Struktur drin sind, ne? Also deswegen, ja. Also gerade meine Familie ist extrem in dieser Struktur drin und ich hatte das auch schon vorher gemerkt, weil wir haben auch da versucht, über unsere Bedenken zu sprechen, was da eben passiert. Gerade auch mit dem Thema Kindesmissbrauch. Und da hat sich das Verhältnis auch schon schlagartig verändert. Mhm. Da
da geht wirklich wie so eine Firewall hoch bei den meisten. Und das ist alles Lügen, das sind alles Fake News, die da in den Nachrichten kommen. Das stimmt alles gar nicht. Und wenn du mir weiter was davon erzählst, dann gehe ich auf Abstand zu dir. Und so war es auch bei meinen Eltern. Das heißt also, für euch ist dann sozusagen mit der Entscheidung, dass ihr jetzt da ausgestiegen seid, ja auch gleichzeitig die Entscheidung, dass man eben die Familie nicht mehr sieht und auch die Leute dann von früher nicht mehr sieht. Ja, wobei, also so ganz krass habe ich es bei meinen Eltern nicht erwartet. Ich habe schon gemerkt, dass die Distanz da ist, aber meine Eltern waren jetzt nicht so die ganz fanatischen Zeugen Jehovas, die sich da immer so ganz genau und streng an alles gehalten haben. Und deswegen habe ich nicht erwartet, dass sie es so knallhart durchziehen. Ich wusste schon, dass das kommen wird mit sämtlichen Freunden, teilweise auch mit meinen Schwestern, weil die da auch noch eher recht eng in diese Gemeinschaft eingebunden sind. Aber bei meinen Eltern habe ich so krass nicht erwartet. Und das war dann schon wie so ein Schlag ins Gesicht. Ja. Habt ihr da mit den neuen Freunden drüber gesprochen? Ja, also ganz viel damals mit unseren Nachbarn, mit denen hatten wir rundum eine total gute Nachbarschaft und da haben wir sehr viel drüber gesprochen. Ich habe gleichzeitig damals auch die Heilpraktiker-Ausbildung angefangen. Da gab es dann auch viele, wo ich dann angefangen habe, auch offen drüber zu sprechen, dass ich da dabei gewesen bin und dass das jetzt eben dieser Ausstieg ist. Und da hatte ich viele Leute, die wirklich da waren und in der Zeit einfach auch wirklich geholfen haben. Ja. Und sich das Zeug auch angehört haben, was man wirklich hoch anrechnen muss, weil du bist ja total durch den Wind in der Zeit auch. Und ja, aber du brauchst es, du musst auch mit jemandem drüber reden können. Ja, ja, ja. Ja, es ist ja auch jetzt nicht einfach was im Sinne von, ich steige halt jetzt hier aus meinem Turnverein aus, wo ich seit Kindheit drin bin, sondern es ist ja wirklich eine Lebensanschauung, die da mit drin steckt. Ne? Also das stelle ich mir zum Beispiel auch schwierig vor, so im Leben danach. Da kannst du jetzt gleich vielleicht noch was sagen, wie es dir da geht. Inwiefern das dann trotzdem eine Rolle spielt, diese ganzen Dinge, die man ja von klein auf gelehrt bekommen hat, weil die sind ja jetzt nicht, nur weil ich mich jetzt entscheide, da rauszugehen, sind die ja nicht von jetzt auf gleich weg. Ja. Ne, sondern ganz viele Sachen, die sind ja einfach auch letztendlich unbewusst, wie du sagst, verankert. Oder man muss ja erstmal rausfinden, dass das, was man denkt, eigentlich falsch ist. Oder ich weiß nicht, ich würde mir, glaube ich, vorstellen, dass man dann in so ein permanentes Reflektieren geht und dann auch, wenn man feststellt, okay, das andere machen das anders, ja, was ist denn jetzt richtig oder was ist für mich letztendlich richtig? Also gerade so die Themen Angst, Schuld, Scham, also das sind für mich so drei Komponenten, die haben mich von klein auf begleitet. Ist aber auch ganz oft in solchen Strukturen oder Sekten, dass du mit dem einfach aufwachst, dass mit Angst gearbeitet wird, auch mit Schuldgefühlen, mit Gewissensbissen, ja, und vor allem auch mit dem Thema Scham. Ich glaube, das war eben auch, wenn ich die Kirchen anschaue, wenn ich jetzt da 200-300 Jahre zurückgehe, da ist mit den gleichen Mitteln gearbeitet worden. Und die sind halt heute wesentlich liberaler, aber es gibt eben einfach solche Sekten, die sich genau mit diesen Mitteln eben auch noch, oder versuchen mit diesen Mitteln die Menschen einfach zu manipulieren. Und mir ist das so bewusst geworden, das ist jetzt auch schon länger her, ich bin ja mit der Angst vor dem Teufel und vor den Dämonen aufgewachsen. Also, dass es die wirklich gibt und dass ich da Angst davor haben muss. Also ich war permanent so in diesem, hol dir ja nichts ins Haus von irgendjemandem, der vielleicht spiritistisch sein könnte und dann hole ich mir die Dämonen ins Haus und dann habe ich Albträume gehabt und dann habe ich mir überlegt, habe ich wieder irgendwas von jemandem bekommen, geschenkt bekommen, dann habe ich viel gebetet und also es war wirklich, diese Angst war schon permanent da. Die ist komischerweise von einem Tag auf den anderen verschwunden, wo für mich, wie wo ich dir vorher erzählt habe mit dem Thema Matrix, also wo ich wie aufgewacht bin und wusste, da gibt es keinen Weg mehr zurück, da war auch das Thema Angst vor Teufel und Dämonen komplett weg. Cool. Es gibt andere, die kämpfen da noch Jahre damit. Aber ich habe einfach in der Zeit auch mich so viel mit diesen Lehren nochmal beschäftigt. Wo kommen diese ganzen Lehren von den Zeugen Jehovas her? Warum stimmt da einfach vieles für mich nicht? Und dieses sich überzeugen, das nochmal wirklich nachforschen, das war wichtig für mich. Das hat mir geholfen, auch solche Sachen, also diese Ängste einfach aufzulösen. Ja. Und auch diese Angst vor Harmagedon, was ist jetzt, wenn ich mich nicht mehr an das halte, was die Bibel sagt, dann sterbe ich ja an Harmagedon. Das ist auch was relativ schnell vorbeigegangen ist.
Ja, einfach weil ich mich viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe, weil ich nicht einfach rausgegangen bin und gesagt habe, es ist halt jetzt nichts für mich, sondern ich habe mich ganz, ganz tief nochmal damit beschäftigt. Ich habe stundenlang die Bibel gelesen oder dann auch nachgeforscht, wo kommt eigentlich die Bibel her, wie ist die Bibel entstanden. Und das war wichtig für mich, um diese Angst auch dann zu verlieren. Und ja, das Thema Schuld begleitet mich aber heute noch. Immer wieder, dass Schuldgefühle auftauchen und ich weiß auch nicht, ob das wirklich mal ganz weggeht. Es ist immer noch da, aber es ist wesentlich kleiner als jemals zuvor. Also früher bin ich wirklich permanent jeden Tag mit Schuldgefühlen rumgerannt, habe ich genug getan für Gott, für die Menschen, habe ich genug, ja, einfach genug geleistet oder habe ich irgendwas Falsches gemacht und muss da jetzt bereuen und beten und um Vergebung bitten. Das ist so ziemlich weg. Immer Schuld ist nicht komplett vom Tisch und da bin ich auch immer noch dran. Und es gibt viele so Prägungen und Muster, die immer mal wieder auftauchen, so Glaubenssätze auch, die dann wieder auftauchen und mir denke, hallo, was sagst du dir da eigentlich gerade? Warum ist das so? Kann das wirklich wahr sein? Stimmt es? Wo kommt es her? Ist das irgendwo in der Kindheit auch entstanden? Und viel hat mir dabei geholfen, auch die Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, weil man da ja wirklich an diese Glaubenssätze, an diese Musterprägungen auch mit anderen Mitteln einfach versucht ranzugehen und auch sehr, sehr viel selber reflektieren muss. Also das hat mir auch noch sehr, sehr viel geholfen. Ich habe viele Bücher gelesen, Podcasts angehört. Ich habe zu meditieren angefangen. Das war nur ganz, ganz wichtig für mich. Einfach mehr nach innen zu gehen, auch wieder zu lernen, auf meine eigene Stimme, auf meine innere Stimme zu hören, weil das habe ich ja gar nicht mehr konnte. Also es war ja immer dieses Orientieren nach außen, was wird mir von außen gesagt, was richtig und was falsch ist, was ich fühlen sollte, was ich denken sollte. Und ja, das einfach lernen, wieder auf mich selber zu hören, auf das, was in mir drin ist und dass das auch okay ist, was mir meine innere Stimme sagt, dass ich das nicht ständig in Zweifel ziehen muss. Ja. Jetzt ist ja so, dass dann Spiritualität bei dir schon auch irgendwie eine Rolle spielt, oder? So im jetzigen Leben, oder ist es was, wo du sagst, das geht jetzt so gar nicht mehr? Also ich unterscheide Spiritualität und Religion. Ja. Ich würde mich nicht mehr als religiösen Menschen bezeichnen, weil das Thema Religion, also es ist für mich so, wie ich muss zu irgendwas dazugehören und das will ich nicht mehr. Also ich möchte nicht zu irgendeiner Gemeinschaft oder zu irgendeiner Lehre oder Weltanschauung dazugehören. Da möchte ich mich nicht mit irgendwas Speziellem identifizieren. Sondern ich habe das Gefühl, das ist was, was ganz allein mit mir zu tun hat. Und mit dem, also ich glaube schon an den Gott oder an den Schöpfer, aber nicht mehr in der Form, wie ich es früher geglaubt habe. Also so dieser Gott der Bibel, das ist für mich gar kein Thema mehr. Ich weiß und glaube, dass es was Höheres gibt. Aber wie soll ich das sagen? Es gibt für mich nicht mehr das, das ist jetzt die alleinige Wahrheit und da stehe ich jetzt dahinter und genau so ist es. Weil ich jahrzehntelang etwas geglaubt habe, was die absolute Wahrheit ist und dann feststellen musste, ist es überhaupt gar nicht so und da gibt es sehr, sehr viel, was man in Zweifel ziehen kann und deswegen möchte ich mich nicht mehr konkret auf was Bestimmtes festlegen und sagen, so ist es und es ist unumstößlich und da gibt es gar keinen Zweifel dran. Ja, das stelle ich mir auch schwierig vor. Also wenn man eben aus diesem Extremen rauskommt, dann für sich das irgendwie zu sehen oder vielleicht zulassen zu können, dass es, also dass sozusagen nicht alles nur immer schlecht war, aber einfach die Art und Weise, wie es gemacht wurde, letztendlich schlecht ist oder schlecht war, ne? Ja, also ich finde, es ist nicht schlecht, spirituell zu sein. Es ist sogar, ich finde es wichtig, ich finde es gut und ich finde, es hilft auch in vielen Lebenssituationen. Nur das Problem ist das, wenn man dann anfängt, etwas als unumstößliche Wahrheit aufzustellen, an die auch andere glauben sollten, nicht nur ich, sondern wenn der andere das jetzt nicht glaubt, dann ist er halt noch nicht so weit, dann ist er halt noch religiös genug oder hat noch keine gute Beziehung zu Gott oder ist noch nicht spirituell genug. Und da bin ich inzwischen ein bisschen allergisch drauf. Also gibt es ja auch in so sogenannten spirituellen Kreisen, dass man glaubt, man ist jetzt schon so weit und so erleuchtet und so spirituell und die anderen haben es einfach noch nicht kapiert. Und diese Überheblichkeit, die finde ich nicht schön und die möchte ich für mich auch nicht mehr haben, weil die hatte ich lange genug. Das sehe ich genauso. Also ich bin da ja auch so, dass ich immer denke, das darf alles spirituell sein, aber es darf für mich nie dogmatisch sein. Und ich merke immer, wenn es dann zu dogmatisch wird mit genau so ist es, dass ich Ja. dann denke, ja, nee, wer sagt denn, dass es so ist? Ja, also das,
Ja, von daher, das kann ich total gut nachvollziehen. Kannst du für dich irgendwie mit der Bibel noch was anfangen oder ist es was, wo du sagst, aufgrund von der Vergangenheit geht es jetzt gar nicht mehr? Ich kann teilweise mit ihr was anfangen, gerade mit den Evangelien, also gerade was auch Jesus betrifft, was diesen Menschen betrifft. Das ist für mich, da kann man viel draus ziehen. Und ich glaube, wenn diejenigen, die so viel über Jesus reden, einfach so leben würden, wie Jesus gelebt hat, dann würde es auf dieser Welt ganz, ganz anders ausschauen. Ja. Aber dafür muss ich kein Christ sein, sondern es geht darum, wie ich mich verhalte. Und ja, ich finde das, was er vorgelebt hat, finde ich ganz, ganz toll. Und da kann man sehr viel für sich rausziehen. So einzelne Sachen aus der Bibel, die ich noch gut finde und wo man, ja, wie so Lebensweisheiten oder Lebensweisheiten rausziehen kann, wie aus vielen anderen Weisheitsbüchern auch. Aber dass es so ist, wie es damals für mich war, dass das die alleinige Wahrheit von Gott inspiriert und das einzige Buch, wodurch Gott zu den Menschen spricht, das ist es für mich nicht mehr. Ja. Und viele Dinge daraus kann ich für mich auch nicht mehr annehmen, sind für mich zu grausam, gerade was das Alte Testament betrifft, wo ich auch innerhalb der Zeugen Jehovas oft schon mal Zweifel gehabt habe und mir gedacht habe, ich verstehe das nicht. Also was hat das mit einem liebevollen Gott zu tun? Und das sind Dinge, die ich für mich ablehne. Ja, das kann ich auch voll nachvollziehen. Also das geht mir auch so, dass ich bin ganz normal katholisch aufgewachsen, ne? Also hier so im Ort so, aber das war jetzt nie so richtig Alltag. Also ich musste jetzt nie irgendwie jede Woche in die Kirche oder wir haben nicht zu Hause gebetet oder so, sondern man wurde halt so getauft. Das war so, man war in der Schule in einem Religionsunterricht und ne, so fertig, das war es irgendwie. Und ich konnte damit aber dann ganz lange nichts anfangen, weil ich auch nie so einen Bezug hatte und habe das dann erst wieder für mich gekriegt in der Erzieherausbildung, weil ich da halt wirklich mal einen Theologen hatte als Lehrer, der eben diese ganzen Diskussionen mit mir geführt hat. Deswegen, wie du vorhin sagst, diese kritischen Fragen, ne? Und das ist ja was, wo ich irgendwie denke, das ist normal, dass man irgendwann mal einfach das kritisch hinterfragt. Und wenn man jemanden hat, der einem das irgendwie plausibel erklären kann oder so, dass man für sich was mit anfangen kann, dann ist das ja super. Und eigentlich ist es total kontraproduktiv zu sagen, ist nicht, gibt's nicht, darfst du nicht, ne? Und da habe ich das auch für mich so sehen können. Und gerade als Erzieherin dann ja im Kindergarten später hast du ja schon gerade auf dem Dorf, wenn du in einem kirchlichen Träger bist, dass es irgendwie eine Rolle spielt und dass auch ein Stück weit erwartet wird, dass man sowas mit einbringt. Und das konnte ich dann wirklich auch super gut, wie du sagst, über diese ganzen Jesus-Geschichten, weil ich denke, wenn man das sich wirklich als Vorbild nimmt und so lebt, ne, dann ist es einfach was, was richtig gut ist. Aber die meisten, die irgendwie sich Christen schimpfen, leben halt nicht so, ja. Und das ist einfach das, wo ich denke, das geht halt für mich irgendwie auch so gar nicht, ne? Und ja, deswegen finde ich das total, also kann ich total nachvollziehen, geht mir dann auch so, dass ich einfach denke, es geht nicht darum, das jetzt irgendwie so wortwörtlich auszulegen, sondern wirklich eher das, wie man dann letztendlich lebt und wie man da handelt. Und ja, genau. Jetzt machst du ja heute, auch was ganz Tolles, wie du vorhin schon gesagt hast, so als Heilpraktikerin und auch speziell für Frauen, dass du solche Coachings gibst, was ja auch was ist, wo ich sozusagen doppelt auf dich aufmerksam geworden bin, weil das auch was ist, was ja für mich so ein Thema letztendlich ist. Was sind da die Sachen, die du jetzt heute speziell den anderen mitgeben möchtest? Oder was ist was, wo vielleicht auch, wie du vorhin schon gesagt hast, aus der persönlichen Geschichte raus, du einfach nochmal so einen besonderen Bezug da hast, diese ganze Weiblichkeit mit reinzubringen. Also erzähl da nochmal ein bisschen was dazu, was du jetzt heute in dem Fall machst. Also ich glaube, ein Grundthema ist für mich, das habe ich ja vorher schon gesagt, auch die Selbstliebe. Und Selbstliebe ist immer so ein Wort, das wird so oft verwendet und durch die Gegend geschmissen und man kann zum Teil, kann es nicht mehr hören vielleicht sogar und weiß vielleicht auch gar nicht, was soll ich damit anfangen, wie soll denn Selbstliebe gehen? Und das ist das, wo ich gern vermitteln will, wie kann ich denn in Selbstliebe kommen, was heißt überhaupt Selbstliebe zu haben? Und für mich hat es ganz viel damit zu tun, dass ich wieder lerne, auf meine innere Stimme zu hören. Und das ist einfach das, was ich auch aus meiner Geschichte mitgenommen habe, dass ich anfange, mir selber wieder zu vertrauen. Wirklich dieses Vertrauen aufbauen kann, das, was mir mein Inneres sagt, das stimmt auch so. Und was ich fühle, das darf ich fühlen. Und was ich denke, das darf ich auch denken. Und wie ich aber dadurch mein Leben auch selber wieder beeinflussen und in die Hand nehmen kann.
Also, dass ich nicht immer nur auf das angewiesen bin, was von außen kommt. Egal, ob das jetzt von den Eltern damals kam oder ob das von so einer Gemeinschaft, von einer Religion kommt, ob das überhaupt von der Gesellschaft kommt, von den Medien, ob das auch aus der Medizin kommt, dass ich für mich selber eine Entscheidung treffen kann und dass ich auch mutig dazu stehen kann. Und das heißt für mich auch, dass ich mich selber kennenlerne, dass ich weiß, wer ich bin, ja, dass ich das Fühlen zulassen darf, dass ich weiß, warum fühle ich mich in der Situation gut oder in der Situation schlecht und dass ich da immer mehr auch lerne, drauf zu hören. Und ich glaube, so kann man auch ganz gut den Zugang dazu finden, sich selber zu lieben irgendwann. In Selbstakzeptanz erstmal zu akzeptieren, mich kennenzulernen, zu akzeptieren, wer ich bin und dann auch zu mir zu stehen und irgendwann auch mich lieben zu können, auch wenn das am Anfang sich fast unmöglich anhört. Also für mich war es damals so, weil ich auch mit meinem Körper total im Clinch war viele Jahre, also mein Körper an und für sich nicht annehmen konnte und ja, Thema Bodyshaming, also auch meinen Körper richtig gehasst habe. Ist auch so ein Nebenthema, hat vielleicht auch, weiß nicht, ob es mit der Religion zu tun hat, aber das haben ja sehr, sehr viele Frauen oder Menschen allgemein. Und ja, den Zugang einfach zu sich selber wiederzufinden. Und das ist mir ganz wichtig, anderen Frauen mitzugeben. Gerade mit der Naturheilpraxis ist für mich auch so, ich finde es wichtig, dass es die Schulmedizin gibt und ich finde es wichtig, dass es die Alternativmedizin gibt. Und wenn beide zusammenarbeiten würden, dann würde das den Patientinnen auch ganz, ganz viel bringen und helfen. Und das ist auch so was, was ich mitgeben möchte, dass auch jede Frau da versucht, auf sich zu hören und sich auch meine Zweitmeinung einzuholen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Diagnose bekomme oder dass ich mir noch zusätzlich Unterstützung hole und dass ich einfach so, ja, alles zu nehmen oder für mich in Anspruch nehme, was es einfach so gibt und dann lerne auf das zu hören, was tut mir gut und was brauche ich, unabhängig von dem, was mir jetzt vielleicht andere Menschen von außen sagen möchten. Ja. Hast du dann nicht... Auf einmal... Nee, alles gut. Hast du dann jetzt eine Praxis, also so eine Heilpraktikerpraxis sozusagen oder Naturheilpraxis, wo die Leute dann hinkommen für einzelne Termine, wenn sie irgendwie spezielle Fragen haben? Oder machst du das dann eher online? Oder wie machst du das? Also ich habe eine Praxis bei mir, ja. Einen eigenen Praxisraum. Und im Moment mache ich es eher so, also online eigentlich nicht. Ich möchte den Menschen dann schon sehen, der soll in meine Praxis auch kommen. Ich bin in der Schweiz. Da ist ja auch, da steckt sehr, sehr viel drin. Also das ist ja dann etwas, wo ich einmal sage, ja, hast du das, dann rate ich dir, nimm halt irgendwie eine Pflanze XY oder so, sondern oftmals stecken ja viel komplexere Themen dahinter. Das heißt, ich beschäftige mich auch viel mit den seelischen Hintergründen von Krankheiten, irgendwelche Konflikte, die der Mensch vielleicht hat, die da dahinter stecken können, wo er selber für sich einfach auch was tun kann, mal unabhängig davon, was natürlich auch schulmedizinisch oder alternativmedizinisch gemacht werden kann. Aber dass man lernt, mal dahinter zu schauen, warum ist die Krankheit vielleicht auch entstanden, nicht nur, aber was ist vielleicht auch mein Anteil und was kann ich selber auch tun? Also nicht, dass ich jetzt komplett die Verantwortung für die Krankheit übernehme, das finde ich ganz schlecht, so diese Einstellung. Aber was kann ich selber tun, um das einfach nicht, um hilflos ausgeliefert zu sein, was jetzt andere von außen mir sagen, sondern was kann ich selber einfach noch tun, um diesen Konflikt ja auch aufzulösen. Die Coachings, also wenn es jetzt wirklich rein um Coaching geht, das mache ich sehr viel online, weil da einfach viele auch in Österreich, Deutschland sitzen und es ist dann ein bisschen schwierig, da so eine lange Strecke in Kauf zu nehmen. Aber das geht natürlich auch in der Praxis. Nur da findet das meiste online statt. Okay. Und du machst, glaube ich, auch so Women's Circle, ne? So Frauenkreise, Women's oder? Habe ich jetzt bis im Mai gemacht. Ah, okay. Habe ich jetzt mal kurz ausgesetzt, weil wir jetzt angefangen haben, Workshops anzubieten. Freundin und ich zusammen, gerade zum Thema Selbstliebe. Und das startet jetzt, also jetzt machen wir dann demnächst unseren zweiten Workshop, einen Tagesworkshop zu dem Thema. Und das ist jetzt so das, wo jetzt mehr gerade im Fokus liegt. Also nicht bloß einen einzelnen Abend zusammen zu haben, sondern wirklich mal den ganzen Tag. Cool. Mega, mega schön. Auch wie du eben gesagt hast, gerade mit diesen Krankheitsdingens, das fand ich jetzt auch nochmal sehr schön, die Frage eher zu stellen, was ich selber dafür tun kann, aber nicht so dieses, du bist alleine in der Verantwortung. Also das
ist wirklich was, wo ich selber auch immer so ein bisschen allergisch reagiere, weil ich ja selber auch Brustkrebs hatte. Und wenn dann Leute um die Ecke kommen mit, ja, du hast halt irgendwelche, was weiß ich, Kindheitstrauma-Sachen nicht verdaut und deswegen hast du jetzt die Krankheit so auf die Art, jetzt mal überspitzt gesagt, ne? Dann finde ich das auch manchmal sehr frech. Sehr frech einfach. Das ja, es ist auch wieder dieses Schuld, also Schuldgefühle ja, einleben. Absolut, und das genau. Ja. Ist ja kontraproduktiv. Ja, total. Also das sehe ich auch so. Das führt wirklich dazu, dass man dann denkt, okay, eigentlich ist man selber schuld dran, aber man weiß auch dann ja nicht, was man machen soll dagegen und kriegt dann wieder noch mehr Ängste, dass man ja aufgrund von dem, dass man irgendwelche Sachen nicht erkennt und nicht verarbeitet, dann eigentlich wieder krank wird, so auf die Art. Also das ist ja das, was einem dadurch so ein bisschen eingeredet wird. Und das finde ich auch total schwierig und kann ich auch gar nicht, gehe ich auch gar nicht mit letztendlich. Ne? Deswegen finde ich den Ansatz wirklich schön zu sagen, okay, was ist denn was ich da unterstützend eigentlich dafür tun kann und vielleicht wirklich nochmal zusätzlich hinschauen kann, aber eben immer so eher im Gesamten sehen und ja, wie du sagst, nicht so dieses, eigentlich bist du selber schuld dran, dass du jetzt die Krankheit hast, weil du hast irgendein Trauma nicht gelöst und ja, selbst schon, weil du halt nicht hinschaust, so auf die Art, ne? Also so wird es ja immer ein bisschen einem dann vermittelt und von daher ist es ein sehr schöner Ansatz, wie du das hast, ja. Ist auch wieder so ein fanatischer oder dogmatischer Ansatz, finde ja. ich. Ja. Weil es haben so, also es gibt so viele Ursachen für eine Krankheit, dass überhaupt ja. eine Krankheit entsteht. Das ist ja nicht eine Sache passiert, Krankheit da. Das ist es ja. Ja, nicht. Ja. Es genau. So viele, die da reinspielen und ja. das einfach nur auf eine einzige Sache zu reduzieren, das ist kontraproduktiv und das wird wahrscheinlich auch nicht dazu führen, dass ich dann wieder ja. gesund bin. Ja, es hat auch wieder diesen Touch von ach, ich bin einfach schon so erleuchtet und du bist halt noch nicht und deswegen hast du jetzt diese Krankheit so, ne? Also genau, wie du vorhin auch gesagt hast, diese Überheblichkeit und sowas, ne? Und das sind auch echt alles diese Sachen, ja, die mich da immer so ein bisschen auch an der ganzen spirituellen Szene letztendlich stören, ja? Dieses dogmatische, fanatische, überhebliche. Von daher ist es wirklich schön, dass du das ja einfach so diesen Ansatz da hast. Wenn jetzt jemand, das sind jetzt auch gleich nochmal so ein paar Fragen auf einmal, wenn jetzt jemand selber, ich sag jetzt mal, in irgendeiner Art von Gemeinschaft ist und für sich aber das Gefühl hat, das ist nicht so ganz stimmig, gibt es irgendwas, also gibt es eine Art, ich weiß nicht, Selbsthilfegruppe oder Sektenberatungstelefon oder so, also gibt es irgendwelche Stellen, wo man sich beraten lassen kann oder wo man sich Unterstützung holen kann? Also es gibt in der Regel in jeder größeren Stadt, würde ich sagen, Sektenberatungsstellen. Mhm. Soweit mir das jetzt bekannt ist. Es gibt auch Selbsthilfegruppen, mhm. Aber nicht wirklich in jeder Stadt. Also da ist wirklich nur Nachholbedarf. Da gibt es noch einiges zu tun. Da die Zeugen Jehovas eine recht große Gemeinschaft sind, gibt es sogar wirklich einzelne Selbsthilfegruppen, die nur für Zeugen Jehovas sind. Also ich bin dann damals auch das ist jetzt fast 2 Jahre her, habe ich angefangen, in so eine Selbsthilfegruppe zu gehen in Zürich. Und das sind wirklich nur Ex-Zeugen Jehovas drin. Mhm. Kleinere Gruppen wird es ein bisschen schwierig, dass man da wirklich nur für diese Gruppe eine Selbsthilfegruppe hat. Aber ich würde einfach ja, eine Sektenberatungsstelle, entweder im Internet, dass ich mal den Begriff eingebe und schaue, wo ist die nächste, dass man da mal einen Termin ausmacht. Mhm. Und ich weiß jetzt speziell bei Zeugen Jehovas, da gibt es einen sogenannten JW-Opferhilfeverein. Mhm. Auf der Website von denen, da gibt es auch noch mehrere Anlaufstellen, wo man sich hinwenden kann. Und ganz allgemein, es gibt solche Seelsorger-Notrufnummern. An solche kann man sich auch wenden, weil oftmals ist es ja wirklich eine ganz schwierige Situation, in der du gerade bist, wenn du am Aussteigen bist oder vielleicht rausgeflogen bist oder wie auch ja. immer. Ja. Und dass man sich da einfach auch mal noch Rat und Unterstützung holt. Und generell würde ich immer empfehlen, sich auch psychologische Hilfe zu suchen. Mhm. Also Psychotherapie. Und da einfach zu schauen, dass man da noch eine Begleitung oder Unterstützung bekommt. Mhm. Ich habe jetzt von vielen Aussteigern schon gehört, die Psychotherapie gemacht haben. Es hat ihnen ein ganzes Stück weitergeholfen und zwar wichtig. Es ist halt oftmals eine Grenze, wenn jemand nicht ganz versteht, was sind die Zeugen Jehovas für eine Gemeinde oder für eine Struktur? Und vielen geht es so wie dir, dass man oft glaubt, ja, es ist ja irgendwie, ist ja halt auch eine Religion, aber man weiß nicht so genau, was steckt da dahinter. Ja. Und man dann oftmals auch die Probleme der Aussteiger nicht wirklich nachvollziehen kann. Mhm. Da sind wir jetzt gerade dabei, auch solche Workshops für Therapeuten, Psychologen und so weiter anzubieten. Ach, cool, ja.
dass man da einfach mal aus erster Hand auch so informiert, warum ist das eine destruktive Gemeinschaft und wie funktioniert da die Manipulation? Wie kann man Aussteigern wirklich helfen? Das ist einfach wie so ein zusätzliches Tool, um denen einfach, ja, dass man mehr Verständnis dafür entgegenbringt und auch weiß, warum da oftmals solche Traumen und auch psychische Störungen dann entstehen. Das ist immer so. Das ist mega gut, glaube ich, weil, also wie gesagt, mich hat es ein bisschen geschockt, nachdem ich das bei dir das erste Mal irgendwo in der Gruppe gelesen hatte, dass man es dann irgendwie auch, also das ist ja so ein bisschen diese Fokusgeschichte, ne? Auf einmal kriegt man es von vielen Leuten mit, die irgendwie da ausgestiegen sind oder was damit zu tun hatten. Und ja, von daher glaube ich, dass da wirklich auch viel Bedarf letztendlich ist, ne? Und deswegen ist es auf jeden Fall super. Also diese, wenn du spezielle Links hast, die kannst du mir vielleicht einfach auch nochmal zuschicken, weil dann packe ich die Shownotes. Auch diese JW-Dingsbums-Seite. genau, und auch ich gucke nochmal, dass ich ja vielleicht auch wirklich das nochmal mit reinschreibe, wie diese Gruppen dann heißen oder so. Weil ich glaube, das ist wirklich was. Also, falls es jetzt irgendwer hört oder jemanden kennt, bei dem das so ist, das ist wirklich. Ja, einfach, dass man da nicht alleine ist, ne? Und dass es immer gut ist, dann sich auszutauschen. Ich meine, ich kenne das von der Brustkrebsgeschichte, das ist jetzt natürlich ein ganz anderes Thema, aber auch da ist es einfach hilfreich, sich mit Leuten auszutauschen, die das nachvollziehen können. Und Leute von außen können das nie so nachvollziehen, weil man es einfach selber nicht erlebt hat. Und von daher glaube ich, ist es super, super wertvoll, vor allem wenn auch Therapeuten sich entsprechend weiterbilden können und wirklich ja einfach gezielt da auch noch mal drauf eingehen können. Also das ist echt super, ja. Das, was du gesagt hast, dass man sich Menschen sucht, die Ähnliches erlebt haben, das finde ich eines der wichtigsten Dinge. Ja. Und wenn es vielleicht keine Selbsthilfegruppe gibt, dann einfach auch mal im YouTube zum Beispiel zu schauen oder irgendwo das, wo Ja. andere Thema sprechen und da gibt es glücklicherweise auch immer mehr, die über ihre eigenen Geschichten erzählen. Und das hat mir damals auch sehr geholfen, mir sowas anzuschauen und das einfach zu wissen, ich bin nicht allein mit dem Thema. Ja. Du hast ja auch einen YouTube-Kanal, ne, wo du auch schon darüber gesprochen hast, ne? Den, genau, würde ich dann auch nochmal nämlich verlinken in den Shownotes. Ansonsten genau Facebook oder so. Also es gibt da ja wirklich online heute zum Glück wirklich die Möglichkeit, auch dann sich entsprechend ja zu vernetzen. Und ich glaube, dass es wirklich auch in so einem Fall einfach super hilfreich ist mit Leuten, die das einfach genauso kennen, ne? Und wie du sagst, die diese Strukturen kennen, die das alles selber so erlebt haben. Ist was ganz anderes, wie wenn jetzt ich mich da hinsetze und sage, ja, ich stelle mir das halt so und so vor, ne? Weil ich weiß es einfach nicht. Ja, deswegen finde ich es ja auch so spannend, das zu hören, weil man selber einfach da keine Vorstellung letztendlich von hat, ne? Und ja auch niemanden fragen kann, der selber noch in dieser Gemeinschaft drin ist. Also man kann ja nur Menschen fragen, die dann raus sind, ne? Wenn man jetzt zu dir. Toll. Bitte? Das wollte ich dir nur sagen. Deswegen finde ich das so toll, dass du dazu nachfragst und dass dich das so interessiert und auch diese Fragen stellst. Was interessiert eigentlich Menschen, die außerhalb sind und die von den Ja. Traumen keine Ahnung haben? Ja. Ja, also es ist auch wirklich so. Ich meine, ich könnte jetzt noch irgendwie 2 Stunden weiterfragen und es sind halt dann, also so wirklich ins Detail rein, einfach weil mich das eben interessiert, weil, ja, weil man kann sich es einfach gar nicht vorstellen. Ne? Ich meine, ich habe vorhin erzählt, ich habe bei dieses Buch gelesen von dieser Scientology-Aussteigerin. Das fand ich auch schon sehr spannend, weil es einfach so ganz viele Sachen für mich irgendwie anders nochmal nachvollziehbar gemacht hat, aber trotzdem ist es einfach nur, ich lese das einfach nur, ja, es ist trotzdem nicht so 100% nachvollziehbar, weil man es einfach so nicht erlebt hat, ne? Und ich glaube, das ist wirklich was, was da ganz, ganz wichtig ist, ja, da einfach wirklich einen Austausch zu finden mit Leuten, die letztendlich Ahnung davon haben, so wie du zum Beispiel, ne? Also von daher würde ich da wirklich auf jeden Fall auch deinen YouTube-Kanal verlinken und auch deine Webseite verlinken und eben die Infos, die du mir jetzt gegeben hast. Und wenn Leute ganz unabhängig davon irgendwie das Gefühl haben, sie würden gern mit dir nochmal, wie auch immer, in Austausch gehen, dann, dass sie über deine Webseite sich am besten bei dir melden oder wie am besten? Ja, also entweder über die Webseite ist mein Name Nathalie Ja. Barth, CH. Und ansonsten Facebook, auf Ja. Facebook bin ich erreichbar. Ja, genau. Gut, das würde ich auf jeden Fall auch noch alles mit in die Shownotes packen. Und falls dann jemand Interesse hat, auch an den Coaching-Bereichen oder auch an den Workshops, da vielleicht auch einfach nochmal mir dann eine Info zuschicken oder so, dann packe ich das auf jeden Fall auch noch mit rein. Das ist nämlich auch was, was ich ja auch, also einfach ich persönlich dann auch super toll finde. Ich habe jetzt auch gerade letzten Monat hier den ersten Women's Circle in Aschaffenburg veranstaltet und ich finde,
auch das ist was, dieses ganze Thema Frau sein, weiblich sein, das ist was, was im Moment sehr gefühlt so ein bisschen Trendthema ist und was aber auch irgendwie wichtig ist, ne? Auch das ganze Selbstliebe-Thema, wie du sagst, man kann es eigentlich schon fast nicht mehr hören, aber trotzdem ist es halt einfach so wichtig, weil es einfach so viel mehr ist, wie jetzt einfach nur mal eine schöne Stunde in die Badewanne zu gehen oder so, ja. Und ich glaube, dass da einfach auch noch ganz, ganz viel passieren darf und ich finde super, dass da im Moment auch so viel passiert und deswegen an alle Frauen, die jetzt hier zuhören und die irgendwie auch nur halbwegs in der Nähe von der Schweiz sind, dass die dann auf jeden Fall auch da sich melden können und vielleicht da mal zu einem Workshop kommen können. Ja. Dankeschön. Ich danke dir, liebe Nathalie. Es war sehr spannend, sehr viel gelernt. Aber wie gesagt, ich konnte noch 2 Stunden dich weiter löchern und fragen. Ja, und ich glaube, das ist auch wirklich eine ganz wichtige Folge ist, weil ich wirklich glaube, dass auch viele ja irgendwie davon auch betroffen sind oder Leute kennen oder irgendwie vielleicht selber auch so nicht genau wissen, ja, ist es jetzt schon richtig oder ne, wie gehe ich damit um? Und ja, das einfach dann ganz gut, glaube ich, ist da nochmal von wem das zu hören, der wirklich das auch mit Ahnung einfach sagen kann, ja. Ich danke dir von Herzen und ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute weiterhin für die ganzen nächsten vielen Jahre auf ein freies Leben. Und ja, freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast hier für unser Gespräch. Also vielen, vielen Dank. Danke dir.